Willkommen Leute, in diesem Video will ich euch Rexplore, ein kleines Hobbyprojekt meines besten Kumpels, vorstellen. Ja, er ist so ein, man kann sagen, Hobbyprogrammierer, programmiert schon seit einigen Jahren immer wieder mal Spiele und das ist hier sein aktuelles Projekt Rexplore. Wie ihr vielleicht hier schon am Hintergrund erkennen könnt, also am Titelbildschirm, handelt es sich um sowas wie eine Art Minecraft. Wir gehen mal auf Einzelspieler, Überleben, nee, wir machen neu. Da... Name einfach Testi Guss. Enter. Und dann Überleben. Mach mal kreativ oder Überleben? Überleben ist besser, alles klar. Bei Erweitert, das passt. Fertig. Dann wird die Welt erstellt. Dauert immer ein bisschen. Und dann kann ich euch einen kleinen Einblick in dieses Spiel gewähren. So, also. Wo sind wir denn hier? Ah ja, hier ist wieder grünes und Wüste-Gemisch. Also ihr seht, das ist, also ich kann sagen, es ist eine frühe, sehr frühe Alpha-Version. Die grundlegenden Sachen funktionieren hier. Und ja, ihr seht ja zum Beispiel, die Wolken bewegen sich, man hört Tiersounds. Und was cool ist, gut, das Tier hat jetzt glaube ich noch keine Laufanimation, aber ich töte es gerade mal. Dann kriegt man zum Beispiel Feder. Kürbis hier. Bäm, Alter. So, suche ich mal erstmal andere Tiere oder hole erstmal Holz und sowas. Kann ich euch dann auch mal das Craften und so mal zeigen. Aber das kennt ihr ja. Wer Minecraft kennt, der weiß ja, wie das funktioniert. Aber trotzdem, es geht ja hier jetzt um dieses Spiel. So. Oh, es fängt an zu regnen, Alter. Oh, da haben wir gleich mal Bambes, Alter. Kann man das auch sammeln? Ja, Mann, Alter. Kaktus. Ja, also es funktioniert auf jeden Fall, dann hole ich gleich mal noch, weil ich weiß ja, dass man eine gewisse Anzahl davon braucht. Ich will euch jetzt nämlich das erste zeigen. Wenn wir hier aufs Crafting gehen und den Bambus nehmen, können wir Papier herstellen. Na, wirst du wohl da runtergehen. So, jetzt platzieren wir es hier. Jetzt muss ich ganz kurz hier alles ausführen und dann geht es noch nicht weiter. Oh, jetzt habe ich es da in der Ecke weg. Bäm. Wir haben eine Karte gecraftet. So, jetzt wieder alles zusammen. Hier rein. Ein bisschen noch, wie heißt das? Also ich zeige euch erstmal die Karte. Moment. So, ihr seht, die funktioniert schon mal einwandfrei. Egal, wo ich hingehe, es wird alles angezeigt. Hier zum Beispiel, das ist hier Bambus. Zack. Ja. Und doch, der Busch wird angezeigt, genau, also das erkennt alle, ich nenne sie mal Blöcke, sind ja Blöcke. Und ja, zeigt es halt quasi auf der Karte an. Jetzt holen wir uns mal, Moment, mit dem Holz, reicht es? Ja, das müsste reichen. Für Bretter. Einfach immer, dann hat man irgendwann 12. Jetzt machen wir uns aus den Brettern erstmal. Na, könnt ihr erahnen, was ich vorhabe? Da, eine Truhe. Und das lege ich immer wieder dahin. Kann man schon Werkbank bauen? Ne, gibt noch keine Werkbank. Ah, meint, braucht man auch nicht. So, jetzt platziere ich sie mal. Dann können wir hier zum Beispiel die Sachen, die wir auf keinen Fall brauchen, wie das hier und das. Kaktus natürlich auch nicht. Auch nicht. Den Rest kann ich mal drin lassen. So, ich habe ihm schon mal, also im Vergleich zu der Version, die ich als allererstes gespielt habe, er hat, warte, das sieht man jetzt, ja genau, hier beim Schwein zum Beispiel, hat das eine Laufanimation? Ach, die Kuh! Ja, dann suchen wir die Kuh, wenn wir eine finden. Entwickelt hat er das, beziehungsweise programmiert in, oder mit dem Game Studio, das heißt wirklich so, www.gamestudio.de. Und ja, der Wolf da hinten hat auch noch keine Laufanimation, suchen wir jetzt mal eine Kuh. Whip. Ja, ist also nicht in Java programmiert, sondern Light C, ne? Genau. Aber wie gesagt, es funktioniert alles eigentlich soweit einwandfrei. Kleinere Bugs gibt es noch, die werde ich nicht erwähnen und die werden wahrscheinlich auch nicht vorkommen, hoffe ich. Aber ich bin sein, man kann mich sozusagen als Beta-Tester bezeichnen oder Alpha-Tester aktuell. Was ist das? Ein Schaf, Mann. Ich brauche eine Kuh. Oh, eine Kuh. Was ich ihm auf jeden Fall gesagt habe, worum er sich kümmern muss, ist zum einen die Sichtweite.
dass die höher ist, aber da ist wohl das Problem, dass wenn er das so macht, wie er es jetzt macht, also wenn er sie einfach vergrößert, dass einfach mehr gleichzeitig dargestellt wird, dann kacken wirklich so ziemlich alle PCs ab. So kann man das wirklich ausdrücken. Es kommt schon irgendeine Kuh. Wird doch wohl irgendwo zu finden sein. Ah, Wassermelone, Alter. Ja, und? Was passiert, wenn ich da reinspringe? Ich kann noch nicht schwimmen. Aber es gibt zum Beispiel auch Kohle. Kann man schon Fackeln machen? Okay, dann machen wir gleich mal eine Fackel. Und das Wasser geht auch noch nicht weiter, ne? Oder, David? Ne, noch nicht. Das muss auch noch angepasst werden. Gehen wir hier wieder raus. Dann haben wir Sand. Daraus kann man, denke ich, mal Glas machen. Oder? Er sagt, ich soll es ausprobieren. Na, dann mache ich das doch gleich mal. Komm, jetzt muss ich mich hier rausbuddeln. Und dann schauen wir mal. Irgendeine Kuh in Sicht? Keine Kuh. Boah, ja, da. Nein. Also, was wollte ich jetzt craften? Fackel. Aber dazu brauche ich nochmal eine Truhe. Wo habe ich denn die hin? Ja, dann nehmen wir einfach die Karte. Da hinten, das Goldene, oder? Ich laufe falsch, oder? Jetzt laufe ich richtig. Fuck! Ich bin wieder unten gelandet. Oh, komm schon, raus hier. Aber für so ein kleines Hobbyprojekt ist das doch schon auf jeden Fall nice. Und er macht das auch echt gerne. Und ich habe mir gedacht, hey, oder er hat sogar gesagt, wenn du willst, kannst du auch gerne ein Video dazu aufnehmen. Und da habe ich gesagt, direkt, aber direkt. So, gerne könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Das ist auch noch ein Wolf. Ah, bin ich schon an der Truhe vorbei oder ist das gar keine Truhe gewesen, David? Ist das ein Kürbis? Scheiße, ich finde meine Truhe nicht mehr. Egal, ich kann eine neue machen. Reichen dafür? Nein. Natürlich nicht. Ist egal, ich kann auch die anderen Sachen, die ich jetzt nicht brauche, aktuell. Warte mal, kann ich daraus nicht schon einen Stock machen? Doch. Mach mal einfach Stöcke. Hier und hier, denke ich. Und dann Kohle. Hier? Nein. Ah, so erschafft man eine Fackel. Mist, jetzt kann ich die Stöcke nicht mehr nehmen. Das werfe ich weg. Kann ich die. Ich esse die. Oder doch. Ich esse mal Melone, ey. Ja. Ist voll? Okay, dann. Dann nehmen wir mal die Fackel. Wo ist sie? Und sie macht auch schon Licht. Das sieht mir jetzt ein bisschen schlecht. Ich gehe mal irgendwo hin, vielleicht wo es. Oder wir warten einfach, bis es dunkel wird. Also er hat hier Wetterwechsel, wie man sieht. Und da ist die Truhe. Tag-Nacht-Wechsel hat er auch schon eingebaut. Das wollte ich gerne mal die Kuh zeigen. Da ist doch eine. Aber die läuft nicht. Sie hat keine Laufanimation. Oder? Kuh? Ah, dann hat er das vielleicht hier noch nicht eingebaut. Vielleicht spiele ich noch eine. Ja, wahrscheinlich ist es noch eine ältere Version. So, auf jeden Fall. Ja, wo kann ich denn die Fackeln? Oder wir warten einfach kurz, bis es dunkel wird. Darkness. Ja, aber man sieht es ja auch hier gut. Kann ich damit eigentlich Sachen abfackeln? Wie Gras? Ach, Feuerzeug. Das gibt's auch. Wo platzieren wir es? Ach, da sieht man es ja sowieso nicht. Nein! Oh nein! Ich bin runtergefallen. Oh ja, eine Kuh unter Wasser. Guckt euch das an. Das ist eine Wasserkuh. Eine Seekuh. Ah, eine Seekuh. Ah, eine Spinne. Eine Wasserspinne. Ah, es wird dunkel. Jetzt. Ja, ich platziere es mal hier. Das ist so. Bäm. Man sieht es ja, wie weit es reicht. Und es wird auch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Erde hin tue. Ne, es passiert noch nichts. Ich dachte. Siehst du, das musst du auch noch bessern, dass das Licht nicht weitergeht. Aber das ist ja auch egal. Ja, Mann. Einfach so. Oh. Ey. So, nehme ich wieder. Feuerzeug. Jetzt müsste ich nur wissen, wie man Feuerzeug macht. Bestimmt aus Eisen ein bisschen, oder? Und Plastik. Warte mal, ich habe doch auch Sand. Wenn ich Sand nehme. Ja, Mann, Glas. Jetzt nehmen wir mal Glas. Dynamit? Damit? Sand und Schwarz, jetzt muss ich mal wieder Sand finden. Ah, da ist doch gleich. Verschwinde.
Yay. Yeah. Was? Sand und Kohle? Hab ich Schwarzpulver? Kies. Ich finde den Kies. Warte mal. Geh mal auf die Karte. Wo waren hier nochmal diese Wüstenregionen? Das würde mich interessieren. Hier ist noch nichts. Also wie gesagt, Sichtweite, dass man noch ein bisschen rennen kann und sowas. Ich denke mal, das baut er schon bis zur nächsten Version noch mit ein. Das ist also wirklich der Grundbaustein, den er hiermit quasi gelegt hat. Es dauert wieder ein bisschen, bis hier nachgeladen wird. Ja, man kann dann aber auch schon zum Beispiel verfrüht Eingänge zu Höhlen und so finden. Wo ist denn hier mal Kies oder so? Ist das? Nee. Die Karte zeigt es ja dann an. Die zeigt ja schon ein bisschen weiter. Ich glaube, wenn ich hier die ganze Zeit im Kreis rumrenne. Unter der Erde? Ja, ich grab mich mal runter. Ja, hast recht, warum mache ich mir keine Schaufel? Aber dafür brauche ich erstmal Stein und Stock. Stock, Stein. Jetzt muss ich Stein suchen. Ist ja auch unten, ne? Irgendwo. Wahrscheinlich. Irgendwo unten wird das was geben. Mal gucken, wie tief es runter geht. Hast du irgendeine Begrenzung? Bitte sag mir, dass du eine Begrenzung hast. Nicht, dass ich irgendwo ins Nichts falle. Ach, hier können wir doch jetzt mal die Ding gut testen, oder? Es wird schon heller, auf jeden Fall. Keine Steine in Sicht. Oh, ich höre jetzt knistern. Und jetzt wieder Regen. Hier wieder knistern? Ah. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte, das hat damit was zu tun, aber okay. Ich finde nichts. Nimm es. Scheiße, habe ich wieder Erde, ne? Fuck. Komme hier nicht mehr raus. Was ist das? Ist das Stein? Ja, Mann. Wer sucht, der findet auch Stein. Perfekt. Die Perfektion. Ich kann hier nicht nehmen. Ich heb die ganze Zeit nicht auf. Was werfe ich weg? Ach, komm. Auf die Melone können wir verzichten. So, und jetzt? Was? Stein? Und das? Nee, Schwarzpulver hast du gesagt, ne? Ach, ich wollte eine Schaufel machen. Da hat er recht. Das Axt. Fehlt ein Stein, oder? Ist alles da. Ja, das wird das. Hä? Helf mir mal. Axt? Nur ein Stein. Ach so, ja. Aber das hat noch keine Auswirkung auf die... Fuck. Okay, mit Schaufel das kaputt zu machen ist natürlich... Doch, es geht schneller, definitiv. Ja, ich nehme alles zurück, David. Hast gut gemacht, passt. Hab nichts zu beanstanden. Ja, jetzt nehme ich mal den Erdscheiß hier. Und gleich kommt Kies, Alter, und begräbt mich. Oh, da ist Sand. Sandy, it's so sandy outside. So, jetzt bin ich da. Zack. Und dann gäbeln wir hier. Ah, es werde Licht. So, und bevor ich jetzt irgendwie... Ja doch, machen wir es so. So, jetzt brauche ich was nochmal? Kies. Sand habe ich ja jetzt, oder? Nee. Nein. Wir brauchen Sand, aber den zu finden, Alter. Das ist... Da!
Nein. So, doch! Aber wo ist Kies? Auch unten, hast du gesagt. Nehmen wir mal erstmal die. Was werfe ich weg? Was brauche ich nicht? Erde, oder? Weg. Dann schmeiße ich auch das mal weg. Jetzt nicht dahin rennen. Die Schaufel auswählen. So, Sand einfach ein bisschen. Da, ne? Ist das Kies? It's stone. Gut, dann schauen wir mal. Hier hast du gemeint, gibt's Kies in der Nähe, wo es das gibt. Okay. Dann hoffe ich mal das Beste, du. Oh, Manometer. Level 3, Alter. Ja, Mann, ja, Mann. Hier ist kein Kies. Soll ich tiefer graben? Dieser Katzensound, der klingt so lustig. Kies, da. Hier. Oh, Marmor gibt's sogar. Marmor, ja. Marmorblock. Das schmeißen wir gleich weg. Ist das Kies? Eieiei. Oh, was war das für ein Lichtstrahl? Ein Blitz? Ja, es gewittert. Na, wo ist denn... Wo? Ja, klar, es donnert. Musik. Ein BGM wird abgespielt. Ein Soundeffekt. Musik. Ah, ich kann es gar nicht aufsammeln. Fuck it. Doch, oder? Ist es wieder Marmor hier? Nee. Ist das Marmor? Ja, warum sammelt er es nicht? Doch, tut er, oder? Ja, tut's. Ach, da Glas brauchen wir eh nicht, oder? Was ist jetzt schon wieder? Was habe ich jetzt wieder aufgesammelt? Ja, passt, ne? Wo ist es? Heide Witzka, was schmeiß ich weg, komm? Papier. Ja, wow. Ah doch, ich hab das, oder? Habe ich jetzt das, was ich brauche? David. Habe ich's? Habe ich mein Inventar ist schon wieder voll. Wegen dem scheiß Dreck. Ja. Jetzt, oder? Nee. Habe ich endlich. Brauche ich noch mehr davon? Ein Feuerzeug. Na, das ist doch schon mal... Ja, wo gibt's hier Eisen? David, ich will das Video nicht zu lange machen. Aber ihr habt jetzt mal die Grundlagen gesehen. Cheaten? Nein, das machen wir nicht. Oder wie geht das? Was muss ich da drücken, um zu cheaten? Was soll ich eingeben? Get? Also warte mal. I-T-E-M? I-R-O-N. Oh ja, jetzt haben wir. Und jetzt habe ich gecheatet. Was? Eisen? Wie viel Eisen? Wie seitlich? Nee. Das geht nicht. Guck, ich mach. Aber es tut sich nichts. Vielleicht auch auf der Version, die du hast und nicht die ich gerade spiele. Vielleicht Kohle? Das geht nicht. Egal was ich mache, es geht nicht. Na warte mal. Also das ist jetzt leider nicht geglückt.
Ja, mal guck mal. Wie setze ich es ein? Rechtsklick, aber nicht auf den Busch, das heißt auf Laub. Das geht nicht. Ah, Wiese brennt. Ja, hier hat er auch die Lichteffekte, seht ihr? Ja, bei mir passiert dem Feuer nichts. Hä? Ah ja, das ist, also und damit beende ich dann die Folge. Ich muss jetzt nur kurz suchen, ob ich es finde. Hat mir gerade nämlich eine super Idee zugesteckt. Oh, was ist das? Diamant! Den sammeln wir aber nicht. Ich muss hier jetzt ein Tier töten. Ich kann ihn gar nicht sammeln, oder? Ich habe keine Schaufel. Get Shovel. Ne, Item Shovel. Da! Ah, guck mal! Das ist so geil. Stirbt's auch irgendwann? Ey, das Fleisch müsste dann schon gar sein. Eigentlich, gell? Aber ich kann es ja eh nicht nehmen. Alles klar, Leute. Ihr habt jetzt einen kleinen Einblick in sein Projekt bekommen. Auf jeden Fall, also mir macht es auf jeden Fall schon Spaß. Wie gesagt, noch ein bisschen rumfeilen und sowas. Mehr Möglichkeiten, aber das wird er alles noch machen. Er wollte nur halt, dass ich vorab mal das ein bisschen vorstelle. Ich werde euch einen Download-Link in die Videobeschreibung packen und auch einen Link zu seiner Facebook-Seite. Da könnt ihr euch über Infos und den aktuellen Stand und sowas immer und jederzeit informieren. Aber an dieser Stelle sage ich ciao, haut rein, Leute. Peace. Hello.